Bible. Ja, Tom, ich möchte erstmal im Namen des ganzen Teams ganz herzlich gratulieren. Du bist, glaube ich, vor kurzem Vater geworden. Freuen wir uns natürlich alle sehr. Wie ist das so? Wie sind so die Gefühle als frisch gewordener Vater? Das ist schwierig zu beschreiben. Also ich glaube, das kann man erst nachvollziehen, wenn man nachher wirklich Vater geworden ist. Vorher, wenn man sich so junge Eltern anguckt, dann denkt man immer, die freuen sich so über jeden Furz, sag ich mal. Man selber kann dann denken, was machen die denn da? Aber wenn man dann selber Vater ist, das sind schon Gefühle, die man sonst eigentlich nicht kennt. Du hast gerade das Stichwort schon gegeben, Furz hast du gesagt. So, wir gucken mal, wie gut du schon dich als Vater gemacht hast. Wir haben nämlich eine kleine Windel hier für dich. So, die kannst du schon mal nehmen. Und wir haben leider keine Puppe gefunden, aber wir nehmen eine Flasche. Du kannst ja mal zeigen, wie man das perfekt macht, wenn das Kind schreit, weint und gerne neue Windel haben möchte. Ja, auf jeden Fall viel Liebe schenken, ne? Also immer viel Liebe schenken. Nee, das haben wir einmal gezeigt bekommen im Krankenhaus, wie man das macht. Und da meine Frau auch mit Kaiserschnitt quasi entbunden hat, musste ich auch gleich ran. Okay. Und von daher geht's dann ja auch fix, ne? Hinlegen, bupp. Fertig ist das Kind. Fertig ist. Und dann kannst du wieder sauber machen vorher noch und dann. Ja, das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen, machen ja nur Schmetterlinge. Ja, okay, dann geht das. Kommen wir vielleicht. Bisschen zum Fußballerischen, du sagst, das schönste Gefühl, irgendwie Vater zu werden, wenn du das vergleichst mit deiner Zeit bei Neumünster in der dritten Liga, da gespielt zu haben, da auch vor großem Publikum, kann man das vergleichen vielleicht so ein bisschen? Nee, kann man auf gar keinen Fall vergleichen, das sind zwei verschiedene Sachen. Beide sind tolle Sachen, also ich sag mal, jetzt Vater natürlich, das sind Gefühle, die kann man nicht beschreiben und so. Und das andere ist Fußball. Fußball ist mein Leben, war immer mein Leben. Und die Spiele, die wir da hatten, das ist natürlich, das ist überragend, dass man sowas mitmachen durfte. Also da waren ja wirklich gerade so die Spiele Dresden und St. Pauli, da Dresden waren 30.000, Pauli war auch ausverkauft. Das sind schon Sachen, wenn man die mal mitgemacht hat, das ist schon beeindruckend gewesen. Hast du damals zu der Zeit in Neumünster eigentlich auch schon Magnesiumtabletten gefressen wie Tic Tacs? Ich habe gehört, das ist so eine kleine Sucht oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Was heißt eine Sucht? Ich habe vorm Spiel immer extreme Anspannung und schon vorm Spiel fängt es bei mir an, in den Waden quasi zu zwicken und dann weiß ich, okay, ich bin da sehr krampfanfällig. Deswegen habe ich schon vor der Zeit auch, ich sag mal, nachdem ich aus der A-Jugend raus war, habe ich teilweise 6 bis 7 Tabletten vorm Spiel genommen, was ich nachher aber eingestellt habe, weil es, glaube ich, nicht so gesund ist auf Dauer. Du bist ja, sag ich mal, ins kalte Wasser geschmissen worden vom Spieler zum Trainer oder zum Spielertrainer, je nachdem, wie man das nennen macht. Ist das für dich nicht super merkwürdig, jetzt entscheiden zu müssen, dass vielleicht ein guter Freund von dir nicht spielt oder einer, den du vielleicht, sag ich mal, nicht so sehr geschätzt hast zu deiner Spielerzeit spielen muss? Ja, also geschätzt habe ich immer alle und tue ich auch jetzt noch. Wir hatten wirklich, und das ist kein Spruch, echt eine Top-Gemeinschaft so in Pinneberg. Das war auch der Grund, warum wir die letzten Jahre eigentlich immer sehr erfolgreich waren. Von daher mag ich alle, aber natürlich ist es so, mit einigen hatte man mehr zu tun, mit anderen weniger. Von daher ist es schon nicht ganz einfach, muss ich dir recht geben. Aber bisher glaube ich, dass ich das relativ objektiv gesehen habe und auch so die spielen lassen habe, von denen ich dachte, dass das uns im Moment hilft. Meinst du denn, dass diese immer noch gute Gemeinschaft euch letztlich quasi den Klassenerhalt bringen wird? Also sicherlich nicht nur die Gemeinschaft, das Fußballerische gehört sicherlich auch irgendwie dazu. Aber ich glaube, dass wir jetzt wieder dazu gekommen sind. Ich weiß nicht, in der Hinrunde irgendwo daran hat es ja gehapert, aber diese ganze Grundstimmung, die ist jetzt wieder positiv geworden. Da hatten wir mal so eine Zeit, sage ich mal, wo vielleicht nicht jeder das Letzte für den anderen gegeben hat, aber das ist mittlerweile wieder da und deswegen, diese mannschaftliche Geschlossenheit, von der man immer redet, könnte schon ein positiver Faktor für uns sein. Wir haben noch eine kleine Sache für dich vorbereitet, da würden wir kurz mal reingucken. Hey Torben, viele Grüße ins Epic-Studio. Viel Spaß mit den Karpaiken dort. Des Weiteren wünsche ich dir ganz, ganz viel Glück und Erfolg im Abstiegskampf mit dem VfL Pinneberg. Damit auch im nächsten Jahr wieder Oberliga-Fußball an der Pfalzweide gespielt werden kann. In diesem Sinne, viele Grüße und bis zum nächsten Telefonat oder gerne auch treffen. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, Dirk Hellmann, alter Teamkollege bei Pinneberg von dir. Was verbindet euch beide? Helle ist in Pinneberg zusammen gespielt, aber Helle ist der Spieler, mit dem ich, glaube ich, bei den meisten Stationen zusammen gespielt habe. Also das war nicht nur Pinneberg, sondern wir haben früher schon in der Jugend zusammen gespielt, damals noch in Wellenkamp, dann haben wir so in Itzehoe zusammen gespielt, bei Eider Büdelsdorf haben wir zusammen gespielt, in Heide haben wir zusammen gespielt. Also ich habe schon
viele Jahre mit ihm zusammen verbracht. Von daher standen wir uns immer nahe so als Kumpels. Hat sich jetzt leider so ein bisschen verlaufen, weil er halt jetzt in Hamburg auch wohnt. Ich wohne weiter in Itzehoe. Aber jetzt, wo wir beide wieder im Trainergeschäft tätig sind, haben wir doch häufiger mal telefoniert so in letzter Zeit, weil Helle kennt sich auch sehr gut aus im Hamburger Fußball, muss man sagen. Und da habe ich mir schon den einen oder anderen Tipp auch mal von ihm geholt, so über einen Gegner, über mögliche Neuverpflichtungen zum Beispiel. Also da haben wir ja uns schon viel ausgetauscht in letzter Zeit. Wir danken dir, dass du da warst, war sehr nett, wirklich sehr interessant. Du kriegst natürlich auch noch ein Geschenk, hab auch gehört, Leseratte und ein Trainerbuch, wenn schon dann richtig, von Thomas Bendler. Vielleicht kannst du irgendwas daraus gewinnen und lesen. Viel Spaß, vielen Dank, dass du da warst, Torben. Dankeschön. Viel Erfolg. Dankeschön.